Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Stadtverwaltung schon so früh wach ist. Ja, eine gute alte liebe Angewohnheit von mir, früh morgens einen schönen Spaziergang durch die Stadt zu machen, wie ich aufs Rathaus gehe. Morgen, Herr Bürgermeister. Morgen, wo ist es? Morgen. Wissen Sie, ist ja für einen Mann in meiner Stellung so wichtig, früh morgens mit dem Bürger zu sprechen. Man hört dies, man hört das, wo der Schuh drückt. Na ja, aber helfen kann man natürlich nicht immer gleich. Na, wird's Wetter heute halten? Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Ich hab das Empfang gibt, das spür ich. Ja, daran merke ich, dass Sie aus der Großstadt kommen. So lange in München waren, da ist man ja so wetterfühlig. Wie alt ist Ihr Vater eigentlich geworden? 88. Boah, ich hab ein biblisches Alter. Na ja, wenn er gesund ist dabei. Ja, wir beide werden nicht so alt, lieber Vater. Sie werden 100. Was Beamten. Sagen Sie mal im Vertrauen, stimmt das? Sie haben die Druckerei von Ihrem Vater nicht geerbt? Nein, ich meine, ja, das stimmt schon. Meine Schwägerin Walli, die hat sie geerbt. Ja, könnten Sie denn das nicht anfechten? Das habe ich auch vor. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Ja, dann. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Morgen, Herr Taubenberger. Morgen, Herr Gottlieb. Morgen. Sie denn noch nicht gefrühstückt? Nein, darum bin ich ja so schlecht gelaufen. Moin. Oh, aber die Semmeln und die Milch, die kann ich Ihnen doch mitbringen. Ja, das mache ich seit 20 Jahren selber, das wollen wir beibehalten. Wollen Sie Tee oder Kaffee? Ich glaube, heute brauche ich einen Kaffee. Wo kommen Sie denn her? Vom Vermessungsamt. Was vermessen Sie denn hier? Eine Wollplanung. Wer hat den Auftrag gegeben? Der Dr. Kanzler. Dann geh schnell wieder raus. Du mal. Okay. Er hat keine Aufträge zu geben. Raus! Ob's mir doch gern. Ich hab die Herren hereingelassen. Dann lass wieder raus, sonst wäre ich kriminell. Die Herren bleiben hier, bis sie fertig sind. Wir sind schon fertig. Wir müssen nicht mehr zu lesen. So, raus. Du, wir treffen uns schon einmal, gell? Wo? Ja, du siehst dann schon. Bitte fixst du. Wenn du glaubst, ich stand so, wie du unsere Druckerei verschleuderst. Ich kann damit machen, was ich will, weil sie jetzt mir gehört. Endgültig. Den Erbschein haben. Das fecht dich an, ich geh vor Gericht. Alfred, jetzt lauf doch nicht davon. Lass uns doch in Ruhe über alles reden. Also Alfred, es ist endgültig. Die Druckerei wird an Dr. Kranzeder verkauft. Kommt nicht in Frage. Nach Testament bin ich hier Geschäftsführer. Wo keine Druckerei ist, sind auch keine Geschäfte zu führen. Dein Gehalt wirst du schon noch bekommen. Da brauchst du keine Angst zu haben. Wann? Bis jetzt habe ich eine kleine Pfennig hier gesehen. Aber du lebst doch noch, wie? Und noch lang. Und hier. Verlass dich drauf. Möchten Sie auch eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Der Dr. Kranzeder will das hier alles abreißen. Es ist ja auch klar, wie das alles runtergekommen ist. Und die Maschinen sind fertig, die sind nichts wert, hä? Er zahlt doch auch entsprechend. Ist doch dumm, wenn ich nicht mit beiden Händen zugriffe. Entschuldigen Sie, aber Sie können doch die Druckerei nicht einfach abreißen. Hier arbeiten schließlich 20 Leute. Frau Hofer, mit Ihnen muss ich auch noch reden. Ich will, dass meine Tochter Edith ab morgen die Schreibarbeiten hier übernimmt. Sie hat das richtig gelernt. Sie ist schließlich eine Fachkraft. Sie können ja wieder in der Packerei arbeiten. Magda, reg dich nicht auf. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Und Alfred, du wickelst noch die laufenden Aufträge ab. Du hast sie ja schließlich auch angenommen. Der Dr. Kranzeder kann nicht länger warten. Also gut, wie du willst. Wenn du noch Fragen hast, du weißt mich ja zu finden. Dass die Druckerei abgerissen werden soll und die Leute alle rausfliegen, das nehmen Sie so einfach hin, Herr Kottlieb? Rechts haben wir Gleisberg, bitte. Und, wo ist er? Ja, wie kommen die da hin? Ja, Talstation und dann mit der Seilbahn. Einer sichert den anderen. Immer schön
sichern. Haken rausziehen, nie die Haken vergessen. Seil nachkommen lassen, schön die Seil nachkommen lassen. Nicht umdrehen. Einer sichert den anderen, immer schön sichern. Haken rausziehen, nie die Haken vergessen. Seil nachkommen lassen, schön die Seil nachkommen lassen. Dr. Geisberg! Ja, Herr Kutnick. So, jetzt haben wir dich. Ja, grüß Gott, Herr Kutnick. Grüß das ist Gott. Schön, dass Sie mir mal besuchen am Berg herum. Muss man schon. Ja, wie sind Sie denn draufgekommen? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Ja, die letzten 1000 Meter, da haben wir schon ziehen lassen. Nicht mit der Seilbahn, ich bin nicht blöd. Ach so, ja. Ich bin gerade bei der Jugendarbeit. Wissen Sie, da sind ein paar prima Burschen drunter. Ja, ja. Also, Herr Doktor. Nichts riskieren da oben. Macht's mal Pause. Ja, macht's eine Pause. Herr Doktor. Ich mach's ja gern, die Jugendarbeit. Und bei mir im Alpenverein? Ja, jetzt sind Sie Anwalt und darum bin ich hier. Ja. In Ihrem Büro, da hat man gesagt, dass Sie da oben sind. Ja, bitteschön, nehmen Sie Platz. Wo? Ja, da auf dem Stadter. Ah, das nicht, danke. Ja. Wir sind gerade beim Abkochen. So. Gibt da gestandene Fleischbrühe. Mögen Sie rein. Nein. Ja, Sie sind noch sehr heiß. Ja, meine Sache ist auch heiß. Sie wissen doch, dass meine Schwägerin Walli jetzt endgültig alles geerbt hat. Ja, das war für uns alle eine Überraschung. Ja, und da muss man jetzt was tun dagegen. Da muss man kämpfen. Ich habe die Unterlagen dabei. Moment, da ist Testament. Ja. Ja. Das ist eigentlich alles rechtsgültig. Ich meine, anfechten kann man natürlich immer. Ach, dann fecht man. Wie ist denn Ihr Vater überhaupt dazu gekommen, Ihrer Schwägerin alles zu vermachen und Sie auszuschließen? Okay, das habe ich mir doch schon erzählt. Ja, das ist mir jetzt ganz entfallen. Also fangen wir nochmal an. Mein Vater war ein begeisterter Ludendorff-Anhänger. Ach ja, richtig. Schlacht bei Königsgrätz. Nein, bei Tannenberg, aber ist ja wurscht. Und ich und mein Bruder, uns waren diese Militärköpfe völlig wurscht. Aber mein Vater, der ist jedes Jahr zu einer Ludendorff-Feier und da hätten wir immer mit sollen. Aber wir haben uns geweigert, ganz strikt, ganz stur, wie er. Und da hat er eines Tages gesagt, wenn ihr meinen General nicht ehrt, enterbe ich euch. Und das ist die Quittung. Verstehen Sie? Denn meine Schwägerin Walli, die ist ja immer mit zu der Feier. Die war auch so begeistert, so blond, so eine Germanin. Und das hat dem Alten natürlich gefallen. Aber Ihr Pflichtteil haben Sie doch schon lange bekommen. Ja, damit habe ich meine Existenz aufgebaut. Ja, mehr haben Sie ja nicht zu beanspruchen, gesetzlich. Das ist nicht gerecht. Das ist natürlich ein harter Schlag für Sie. Ja, kann man denn nichts tun dagegen? Klagen, kämpfen? Dann muss man den immer gleich klagen. Lass mal das Gericht doch erst einmal draußen. Schauen Sie, das ist wie beim Bergsteigen. Manchmal, da geht's nicht vor und nicht zurück. Da muss man einfach im Seil hängen bleiben und auf die Seilschaft vertrauen. Nein, ich hänge mir nicht gerne ans Seil. Fester Boden ist mir lieber. Also, wenn ich Ihnen damit helfen kann, dann werde ich das Ganze noch einmal gründlich überprüfen. Abgemacht? Wenn wir erkämpfen, schwinden die Höhen, steigen dem Gipfel groß zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, bergvagabunden sind wir. Die Druckerei kann doch nicht einfach stillgelegt werden. Und abgerissen, bloß damit einer noch reicher wird. Ja, schaut euch mal das Flugblatt an, das wir aufgesetzt haben. Es wird verteilt und die Zeitung wird auch benachrichtigt. Gut. Was ist denn das für eine Verschwörung da? Ja, Herr Gottnick, wir wollen eine Aktion starten und zwar sofort. Ah ja, ist schon recht. Kommt's mit, ihr zwei. Komm mal, du, jetzt noch. Wissen Sie, wir haben uns das so vorgestellt. Ja, ja, arbeiten, wir werden dieses Flugblatt verteilt. Nein, aber das ist doch wichtig. Nein, Frau Hofer, diese Aktion gefällt mir ganz und gar nicht. Naja, geh her. So, Frau Hofer, ein Schnaps. Setz dich her. Naja, das ist mir doch völlig klar, dass du dir Sorgen machst. Du bist 30 Jahre in der Firma. Ja. Aber so können wir das Problem nicht lösen, glaub mir's. Und wenn wir eine richtige Protestaktion machen? Wir sind moralisch im Recht, aber nicht juristisch. Ich kann die Druckerei jederzeit verkaufen. Da nützt kein Protest. Wir müssen anders taktieren, genauso raffiniert wie die Brust. Prost. Aber eine Bürgerinitiative, wenn wir die starten, gegen die Machenschaften von diesem Dr. Kranzeder. Nein, nein. Der ist als Arzt viel zu populär. Naja. Du bleibst jetzt da und unternimmst nichts eine Stunde lang. Was gehört? Ich komm wieder. Dr. Kranzeder, ein Herr möchte Sie sprechen. Hab keine Zeit. Doktor! Doktor, ich hab nur eine Frage. Ach, Sie, Herr Kutnick. Dann kommen Sie rein.
Entschuldigen Sie bitte, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Sitzen Sie sich doch. Ja, da war ich wieder aufgeregt über einen Mieter. Ja, aber Doktor, wenn Sie nur Ärger mit der Bauerei haben, was wollen Sie denn da mit unserer Druckerei? Na, ist doch schon alles perfekt. Jetzt, wo Ihre Schwägerin alles geerbt hat, was soll ich damit belasten? Und seine patente Frau, die Frau Walli. Okay, was wollen Sie denn mit dem alten Kasten? Nur erst mal alles abreißen. Die Hauptsache ist doch das Grundstück. In diesem Haus habe ich meine Jugend verbracht. Da kenne ich jeden Stein. Aber ich meine, wenn Sie so dran hängen, warum kaufen Sie es dann nicht? Herrschaft, Sie wissen doch ganz genau, dass ich kein Geld habe. Und ich kann nicht länger mit dem Kauf warten. Wie lange können Sie denn warten? Na, höchstens 3 bis 4 Tage. 3 bis 4 Tage? Ja. Ja, Herr Kotnik, Gesundheit ist doch alles in Ordnung. Ja, bin schon gesund. Ich wollte nur wissen, ob Sie kaufen oder nicht. Aber natürlich will ich das. Aber Sie können Ihrer Schwiegerin ruhig sagen, dass bis zum Wochenende alles erledigt sein muss. Sonst verliere ich zu viel Geld. Jawohl. Bebea Lechner, was spielst denn du für Filme, hä? Das musst du heute mal anschauen, das ist ein super Sexfilm. So was hätte ich da als kleine Buben auch gern gesehen. Ich hab mit 12 Jahren schon gewusst, wie es geht und hab keinen gesehen. Aber verheiratet bist du immer noch nicht. Ich find's schon noch nicht. Wie geht denn das Geschäft? Na ja. Du bist doch das einzige Kino hier am Platz. Ja, das andere ist an der Kunstpleite gegangen. Da ist jetzt ein Supermarkt drinnen. So. Aber vor ein paar Jahren, da waren schon ganz lausige Zeiten. Aber die Schulmädchen und die Krankenschwestern, die haben mich wieder gesund gemacht. Ja, weißt, das Fernsehen kann mit meinem Programm nicht konkurrieren. Übrigens ist mir das wurscht, was da drinnen flimmert. Die Hauptsache ist, dass die Kasse stimmt. Du Lechner, schenkst mir die 2. Willst du das haben? Nein. Ich hätte ein Geschäft für dich. Ein Geschäft? Ja, bist du interessiert? Doch immer, das weißt du, weiter gehen wir doch nein. Also Alfred, der Dr. Kranzeder will dein Buchdruckerei mit dem Grundstück kaufen. Jawohl. Oh, das wundert mich nicht. Der kauft dir hier alles zusammen. Ich möchte bloß wissen, wo der das viele Geld her hat. An der Druckerei ist er ja nicht interessiert. Das Grundstück will er. So? Ja. Hier wird's nämlich unter der Hand erfahren, dass die Baulinie am Marktplatz geändert wird. Man darf jetzt 7-stöckig bauen. Dann hat ja der Grund den dreifachen Wert. Eben. Und dieses Geschäft lassen wir dem Kranzeder nicht machen. Na, dann lassen wir den Fremden nicht rein. Jawohl. Ich bräuchte halt einen anderen Käufer. Hast du schon einen? Nein. Darum rede ich ja mit dir. Wenn du jetzt zum Beispiel als angeblicher Käufer auftrittst, du meinst, als Scheinkäufer sozusagen? Jawohl, du gehst zu meiner Schwägerin und sagst, du bittest um 100.000 Mark mehr. Ja, dann ist der Kranzeit aus dem Rennen. Er hat ihr nämlich einen Termin gesetzt von 3 Tagen. Dann steigt er aus. Er investiert anderweitig. Dann steht sie ohne Käufer da. Was hat denn der Dr. Kranzeit eigentlich geboten? 600.000 Mark Limit. Aber die ganze Sache ist ja viel mehr wert. 750.000. Mindestens. Also, Alfred, ich werde mich heute noch mit deiner Schwägerin ins Benehmen setzen. Ich biete ihr 100.000 Mark mehr, natürlich nur zum Schein. Und am Montag gehst hin und sagst, du bist leider am Kauf nicht mehr interessiert. Mach mal. Die Bayern müssen doch zusammenhalten. Sag einmal, seid ihr wahnsinnig vor die Leute, die Blamage. Ich hab mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Wo ist denn der Meier? Hinter der Werkstatt. Da ist doch Fasching da draußen. Wer hat denn das erlaubt? Die schwarzen Fahnen kommen wieder runter. Nein, komm nicht. Das hier ist eine Druckerei und keine Universität. Runter! Das musst du nachher schon selbst machen. Wir nicht. Es ist schon traurig genug, dass du gegen die Schweinerei, die man mit uns vorhat, nichts unternimmst. Erlaube mal, ich bin genauso betroffen wie du. Aber so wie ihr das macht, ist verkehrt. Krumm verkehrt. Ach so. Ja. Herr Kopnik, da kommt gleich einer von der Zeitung, der über unsere Aktion hier berichten will. Haben Sie das organisiert? Ich? Nein, das hat sich halt rumgesprochen. Der Mann schreibt nur, was ich ihm sage. Sie geben keinerlei Auskünfte. Aber Sie können uns doch nicht den Mund verbieten. Sie auch nicht, Frau Hofer. Ich bin im Büro. Arbeitgeber. Hallo? Wer ist denn zuständig für diesen Verein hier?
sind Sie denn? Sie, das ist privat hier. Was wollen Sie denn? Ich komme von der Presse, Herr Gottnick. Ich brauche keine Presse. Herr Gottnick, was haben Sie denn von diesem Arbeiteraufstand hier? Das sage ich Ihnen schon. Ich komme runter. Moment! Was gibt's? Du Meier, ich kann hier nicht raus, die Türen gehen nicht auf. Was? Die gehen nicht auf? Nein, sie gehen nicht auf. Na, vielleicht kämen die. Warte, ich komm mal auf. Das ist ja merkwürdig. Da scheint der Schlüssel abgebrochen zu sein. So? Ja, ich kümmere mich drum, aber natürlich, das dauert eine Weile. Ja, ich warte so lang. Bis zum nächsten Zahltag geht's schon wieder auf. Also, liebe Frau Walli, dann sind wir uns einig. Ich biete Ihnen für Grundstück und Druckerei diese stattliche Summe. Ja, Herr Lechner, da muss ich Dr. Kranzeder absagen, wenn Sie einen solchen Preis zahlen. Sie haben doch mit Dr. Kranzeder nichts Schriftliches. Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Dann ist alles gut. Also, dann verlasse ich mich jetzt auf Sie. Jawohl, und alles andere macht der Rechtsanwalt. Ja. Mein Gott, dass man mit einem Kino heutzutage noch so viel Geld verdienen kann. Ja, besuchen Sie mich doch mal. Bei mir läuft zurzeit ein super Sexfilm. Aber Herr Lechner, da kann man doch als Frau nicht reingehen. Ja, warum denn nicht? Außerdem ist es dunkel. Und was glauben Sie, wer das alles bei uns anschaut? Draußen. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Nein, interessiert mich nicht. Es geht doch um Ihre Druckerei. Das ist nicht mehr meine Druckerei. Und ich bin ja nicht eingeladen. Die ganze Stadt ist eingeladen. Und um meine Angelegenheiten kümmere ich mich selber, gell? Verstehe ich nicht. Das ist interessant. Ja, ja, ja. Gestatten Sie. Danke. Wohl bekommst, Herr Gottnick. Bringen Sie mal ein Bier und Korn. Bier und Korn. Dann gucken Sie mal das an. Krawallbrüder. Sowas braucht uns alles das Fernsehen ein. Sit-in in Oberbayern. Ja, Herr Gottnick, das interessiert mich nun alles nicht mehr. Warum? Ihre Schwägerin rief mich heute an. Sie hat einen Käufer, der bietet ihr fast das Doppelte. Aber das ist natürlich ein Fantasiepreis. Gleich Nein gesagt. Die Sache muss ja schließlich noch rentabel sein. Ich habe da was ganz anderes an der Hand. Ich bin dann sofort umgestiegen. Soll das heißen, dass Sie uns jetzt nicht mehr aufkaufen? Tja, natürlich. Morgen. Meier? Du, dieses kindische Transparent, das kommt jetzt weg. Ja, guten Morgen. Na, halt noch. Herr Gottnick, Herr Gottnick. Ja? Ah ja, haben Sie schon gelesen? Der Zeitung ist fast eine ganze Seite über uns. Okay, diesen Presserummel hätte es euch sparen können. Was habt ihr denn erreicht? Wir haben wenigstens was unternommen. Ich hab auch was unternommen. Aber in der Stille, in aller Stille und mit Erfolg. Kommt's mit? Also, meine Herren, ich kann Ihnen mitteilen, dass Ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Druckerei wird nicht verkauft. So, jetzt wollen wir wieder arbeiten. Frau Hofer, bitte. Man muss nur ein bisschen schlau sein. Bitte kommen Sie ins Büro. Ja, aber ab heute soll mich doch Ihre Nichte ablösen. Das will meine Schwägerin. Ich habe nichts gegen die Edith. Aber ich lasse mir das Personal nicht vorschreiben. Also, helfen Sie mir. Ja, ja. Bitte. So, jetzt können wir wieder normal arbeiten. Sagen Sie mir bloß, wie Sie das geschafft haben. Wir leben hier in einer Kleinstadt, da sind die Kampfmethoden anders. Da gibt es Freundschaften, alte Verbindungen. Man arbeitet hier im Untergrund. Ja! Ja! Ach, grüß Gott, Herr Gottnick. Entschuldigung, wenn ich störe. Ist Ihre Schwägerin hier? Nein, leider. Nein, hier auch nicht.
Müssen wir uns verpasst haben. Wir waren für heute Morgen verabredet. So, war's wichtig? Ja, wichtig schon. Der Lechner, den kennen Sie ja sicher auch, der Kinobesitzer. Ja, ja, flüchtig. Der kauft nun die Druckerei. So. Der Kinolechner will die Druckerei kaufen? Ja. Ja, der hat den Kaufvertrag schon unterschrieben. Was? Braucht nur noch die Unterschrift von Ihrer Schwägerin. Das gibt's doch gar nicht. Moment, darf ich ja nicht aus der Hand geben. Diese Sau, den bring ich um. Wieso? Der zahlt doch sehr gut. Der will hier draus ein Kino machen. Das war doch meine Idee. Ja, Herr Kuttnig, was machen Sie denn da? Das ist doch ein Kaufvertrag. Ja, wie soll ich mich denn da verhalten? Diese Sau! Ja, ja, also jetzt muss ich den Lechner bitten, nochmal zu unterschreiben. Herr Kuttnig, wie soll ich denn das alles wieder erklären? Ja. Nein. Wiedersehen. Dabei bin ich mit dem Lechner 6 Jahre in der Volksschule gewesen. Haben Sie denn von seinem Plan nichts gewusst? Doch. Nein. Also dann hat der Untergrund doch nicht so gut funktioniert. Wollen Sie nicht wenigstens noch mal mit ihm sprechen? Mit dem? Nie. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ui, das ist ja der Bürgermeister im Hof. Ja, jetzt kommt der Arno. Wo ist denn der Kotnik? Der ist oben in seinem Büro. Mein lieber Herr Kotnik. Herzlichen Glückwunsch von mir und von den Herren im Stadtrat. Warum? Aber Herr Kottnick, Ihre öffentliche Aktion Erhalte die Druckerei Kottnick war doch ein voller Erfolg. Also wie Sie die Presse und die Bürger mobilisiert haben, das hat Eindruck gemacht. Sehen Sie, solche Leute wie Sie mit Zivilcourage, die brauchen wir, hat selbst die Gemeindeverwaltung wachgerüttelt. Ah. Und in Ordnung, meine Herren, der Gewerbebetrieb Kottnick bleibt unserer Stadt erhalten. Herr Bürgermeister, wer wollte denn den Verkauf hier verhindern? Na, das können wir natürlich nicht. Aha. Aber die Stadtverwaltung und ich haben Mittel und Wege zu verhindern, dass was anderes hierher kommt. Und da haben Sie mit Ihrer Aktion Schwarze Fahnen gute Vorarbeit geleistet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht ich, das war meine Belegschaft. Die waren's. Na ja, 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 schon gut. Also nur mal keine falsche Bescheidenheit. Wir wissen genau, was für ein Kopf dahinter stand. Übrigens, was meine Parteifreunde ja so besonders beeindruckt hat und mich natürlich auch. Die ganze Angelegenheit 3 Wochen vor der Wahl, das war enorm politisch gedacht. Na, hätten Sie nicht Lust, direkt im Stadtrat? Ah, Sie meinen, ich soll mich wählen lassen? Ja, Herr Gottlieb. Für welche Partei? Sehr gut, sehr gut. Wen wir aufstellen, ist schon gewählt. Das muss ja nicht heute sein. Also gut, ich werde mir das auch überlegen. Herr Bürgermeister, nochmal vielen Dank. Bitte. Und einen schönen Gruß an den Stadtrat. Ja, das Alfred, ist der Rechtsanwalt Geisberg hier? Wir müssen uns verpasst haben. Ich laufe schon den ganzen Morgen hinter ihm her. Ja, wenn er nicht hier ist, dann muss ich gleich mal telefonieren. Nein, das musst du nicht. Der Lechner wird die Druckerei nämlich nicht kaufen. Ja, wieso denn nicht? Uninteressant für ihn. Kino darf er hier keins bauen. Stadtratbeschluss. Das habe ich dir zu verdanken. Dir und deinen Hetzparolen. Was soll denn jetzt aus der Druckerei werden? Eine Druckerei soll es bleiben. Das. Ja.